Wenn ich an Harry Potter und die Kammer des Schreckens denke, dann denke ich vor allem an das Hörbuch von Rufus Beck, das ich damals als Kind im Wohnzimmer auf dem Boden liegend immer gehört habe, wie es aus unserer großen Stereoanlage rauskam. Ich erinnere mich daran, wie ich dann irgendwann meinen eigenen MP3-Player hatte und da war das dann drauf und ich habe das rauf und runter gehört. Wirklich ohne Witz, wenn es zu Ende war, habe ich einfach wieder von vorne angefangen. Und das hat dazu geführt, dass ich irgendwann die erste Seite dieses Buches gefühlt auswendig konnte. So sehr war ich in diesem Harry Potter Game drin. Hey Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Tim und ich lade hier auf diesem Kanal alles rund um Bücher und Geschichten hoch. Wenn dich das interessiert, dann klick doch gerne auf Abonnieren und vergiss nicht, die Glocke zu aktivieren. Ja, ich bin seit ich 9 Jahre alt bin, riesen Harry Potter Fan. Ich habe das damals von meiner Mutter vorgelesen bekommen. Dann habe ich die Hörbücher von Rufus Beck lieben gelernt und natürlich irgendwann dann auch die Filme. Und aktuell mache ich dann den Reread, nachdem ich jetzt sehr viele Jahre die Hörbücher nicht mehr gehört habe und die Bücher auch nicht gelesen hatte, nachdem ich die in meiner Jugend quasi rauf und runter gehört habe, waren jetzt irgendwie 3 bis 4 Jahre Pause und am 1. Januar diesen Jahres hatte ich dann den ersten Band nochmal angehört, von Rufus Beck vorgelesen. Ich habe den Potter Talk dazu hochgeladen, der ist mal hier verlinkt, falls es euch interessiert. Und jetzt bin ich mit Band 2 durch und mache dazu den Potter Talk. Der wird wahrscheinlich auch ein bisschen länger sein, also würde ich euch empfehlen, vielleicht euch irgendein heißes Getränk, irgendwas Leckeres parat zu machen, räumt meinetwegen eure Bude währenddessen auf, seht es als einen kleinen Podcast einfach so ein bisschen, ist mir egal, was ihr dabei macht, ich hoffe einfach, dass ihr dran bleibt. Ich habe das Buch Harry Potter und die Kammer des Schreckens mal wieder in mehrere Parts unterteilt, die für mich selbst schlüssig sind, um so ein bisschen die Kernpunkte hervorzuheben. Schreibt mir gerne eure Kernpunkte von Harry Potter und der Kammer des Schreckens in die Kommentare. Aber jetzt würde ich sagen, geht es erstmal los mit Part 1. Let's go! Wir starten wie fast immer in der Harry Potter Saga mit den Dursleys, die ja immer noch absolute Kotzbrocken sind, aber mittlerweile haben sie immerhin Angst vor Harry. Er könnte sie in Kröten verwandeln oder so. Er wohnt jetzt nicht mehr in seinem Schrank, sondern hat ein eigenes Zimmer bekommen. Beziehungsweise, ich glaube, das hat er schon dann so gegen Ende der Dursley-Zeit im ersten Teil bekommen, nachdem Hagrid ihm gesagt hatte, dass er ein Zauberer ist. Aber ja, sie sind immer noch kotzbrocken, aber immerhin haben sie jetzt Angst vor ihm. Wir haben dann Harry im Garten, wie er einsam vor sich hin Happy Birthday to me singt, weil es ist sein Geburtstag. Und natürlich ist es den Dursleys total egal, sowieso. Aber was ihn halt wirklich deprimiert, ist, dass es scheinbar auch seinen Freunden egal ist. Denn seit Ferienbeginn hat er keinen einzigen Brief von seinen Freunden gekriegt. Und er denkt sich schon mittlerweile so ein bisschen, vielleicht war überhaupt generell Hogwarts und dass er ein Zauberer ist, alles nur ein Traum, nur eine Vorstellung. Und vielleicht sind ja seine Freunde gar nicht wirklich seine Freunde und so weiter. Das ist schon ein bisschen deprimierend auf jeden Fall. Dann gibt es das Masons Dinner, währenddem Harry leise in seinem Zimmer ist, so tut, als wäre er nicht da und keinen Mucks macht. Oder andersrum, bei dem Harry in seinem Zimmer ist, keinen Mucks macht und so tut, als wäre er nicht da. So ist es, genau. Und da erscheint ihm dann Dobby. Das klingt, als wäre es so eine Vision, aber Dobby ist in seinem Zimmer, wartet auf ihn und spricht die große Warnung aus, Harry Potter, du darfst auf keinen Fall nach Hogwarts gehen, weil da passieren schreckliche Dinge. Aber wir kriegen hier sozusagen ein bisschen gerecapt, nee, Harry muss auf jeden Fall nach Hogwarts zurück. Das ist der eine Ort, der für ihn wichtig ist, das ist sein Place to be, er muss dahin zurück. Und es ist auch irgendwie so typisch Harry, dass er halt nicht einfach zu Dobby sagt, ja okay, ich gehe nicht nach Hogwarts und halt damit lügt und später dann nach Hogwarts geht. Sondern, dass er halt sagt, hey, nein, ich kann das nicht versprechen, ich muss nach Hogwarts, ich kann dir das nicht versprechen, dass ich hier bleibe, so. Aber ich habe mir schon als Kind immer gedacht, so, wahrscheinlich war ich einfach ein schlechterer Junge als Harry, weil ich mir immer gedacht habe, hey, lüg doch einfach, sag halt einfach, dass du nicht nach Hogwarts gehst und geh dann trotzdem, so. Aber, na gut, das ist halt Harry und das passt irgendwie zu Harry. Und was Dobby angeht, muss ich hier einfach natürlich schon mal zu Rufus Beck zu sprechen kommen, weil Rufus Beck mit seiner Dobby-Stimme natürlich ikonisch ist. Ich liebe diese Stimme, die super nervig ist und ich liebe vor allem auch diesen einen Ausschnitt aus einem Interview, den ich mal gesehen hatte, wo Rufus Beck so
generell so mit so einer Leidenschaft über die Vision hinter diesen Stimmen redet. Ja, und dann setze ich mich da hin und dann lese ich das und dann denke ich mir, wie könnte denn der klingen? Und dann ist für mich absolut klar, ja, der Dobby, der hat so eine ganz durchdringende, nervige Stimme, nervig. Das heißt, es muss auch sehr schrill und laut sein, sodass man eigentlich am liebsten erstmal wieder das Ganze leiser stellen würde. So. Und ich finde das super faszinierend, wie Rufus Beck darüber spricht auch. Und das, was er da spricht, das hört man halt in den Hörbüchern total raus. Ich finde das generell mit den Dialekten, auf die komme ich auch noch mehr zu sprechen, super lustig, weil natürlich macht das gar keinen Sinn, dass in England dann irgendwer so einen Hamburger Dialekt hat wie Mr. Weasley später. Aber es passt einfach zu ihm. Es passt einfach. Und da, also Rufus Beck ist natürlich einfach nostalgisch für mich auch, weil ich damit aufgewachsen bin, aber er versteht schon sein Handwerk auch. Genau, dann passiert, was passieren muss, weil Harry ja nun mal nicht versprechen will, dass er nicht nach Hogwarts zurückgeht, lässt Dobby den Kuchen fallen, das Kuchenmassaker passiert, Dobby verschwindet und alle denken, Harry hat den Kuchen fallen lassen. Harry wird dann in seinem Zimmer eingesperrt, nachdem er auch Post vom Ministerium gekriegt hat, wo ich mir immer denke, wirklich Ministerium, wirklich, ihr könnt nicht erkennen, wer den Zauber ausgesprochen hat, macht das Sinn? So, ihr könnt erkennen, wenn irgendwo ein Zauber unbefugt ausgesprochen wurde, sie erkennen quasi, wenn ein Zauber ausgesprochen wurde und wenn sie wissen, dass dort halt nur ein minderjähriger Zauberer wohnt, dann schicken sie halt einen Brief hin, aber also, ich meine, das kommt ja nicht nur für Harry jetzt ungelegen mit der Dobby-Situation. Was ist, wenn zum Beispiel bei den Weasleys im Haus Ron als minderjähriger Zauberer was zaubert? So würden die vom Ministerium dann einfach davon ausgehen, ja, das wird schon ein Erwachsener gewesen sein, so. Hä? Ich habe so viele Fragen, das macht keinen Sinn. Ministerium? Wirklich, das müsst ihr aber irgendwie nochmal überarbeiten, diese Regelung. Aber ja, Harry ist eingesperrt in seinem Zimmer, hat jetzt Gitterstäbe vor den Fenstern, dass er auch ja nicht fliehen kann. Wobei ich mir immer denke, hassen die Dursleys Harry so sehr, dass sie ihn lieber bei sich einsperren, als ihn einfach gehen zu lassen so? Also, ich denke mir so, wollen sie ihn wirklich so sehr quälen? Weil, ich meine, wenn sie ihn so sehr hassen, dann können sie ihn ja auch einfach gehen lassen so. Aber na gut, Harry kann halt nicht gehen und muss dann von den Weasleys gerettet werden, die mitten in der Nacht im Fort Anglia kommen, erstmal das Gitter wegreißen und Harry kidnappen. Wir sind dann bei den Weasleys im Fuchsbau und ab hier spätestens wird wirklich klar, ja, Harry hat eine tragische Vergangenheit, seine Eltern sind, als er noch ein Baby war, gestorben, er hat keine Eltern, kein Zuhause, bei den Dursleys war es nicht wirklich cool. Hogwarts ist auch irgendwie jetzt sein neues Zuhause, aber die Weasleys, die sind seine neue Familie. Die sind so sein inneres Zuhause sozusagen. Weil Mrs. Weasley, die einfach super fürsorglich ist, ihn eigentlich sofort ab Tag 1 als einen zweiten Sohn akzeptiert. Mr. Weasley, der halt super fasziniert von ihm ist, weil er 11 Jahre bei Muggeln gelebt hat und seine erste Frage an Harry ist, ja, was ist eigentlich die Funktion von Gummienten? Das ist einfach eine tolle Fuchsbaustimmung einfach, habe ich mir hier aufgeschrieben. Harry ist erstmal mega fasziniert davon, dass jeder ihn irgendwie zu mögen scheint. Sie sind diese Ersatzfamilie für ihn. Dann passieren so Dinge wie, man muss halt in einem Zauberergarten Gnome fangen, so die halt da rumlaufen und alles irgendwie kaputt machen. Entgnomen nennt sich dann das. Dann erzählt Mr. Weasley aus seiner Arbeit diese Story mit den schrumpfenden Schlüsseln. So, ja, ihr würdet nicht glauben, was Zauberer alles den Muggeln antun, nur um ihnen Streiche zu spielen. Und dann gibt es halt diese Story, dass irgendwer Muggelschlüsseln so verzaubert hat, dass sie immer weiter schrumpfen, sodass die Muggel, die halt nicht an Zauberei glauben, immer denken, sie hätten sie verloren oder jemand hätte sie ihnen gestohlen. So, das sind nicht so witzige kleine Details in Harry Potter immer, die so ja erklären, was bei uns auch in der Muggelwelt passiert. Ich meine, wenn ich jetzt meinen Schlüssel verliere, dann würde ich natürlich nicht denken, oh, da hat ein Zauberer jetzt irgendwie meinen Schlüssel schrumpfen lassen. Nein, ich würde mir das halt irgendwie versuchen, rational zu erklären, so mit, hier, ich habe den Schlüssel wahrscheinlich verloren oder so. Das ist irgendwie, sind so witzige kleine Details. Ich finde Mr. Weasleys erste Beschreibung auch sehr lustig. Also wir begegnen Mr. Weasley ja hier zum ersten Mal und die erste Beschreibung, die wir von ihm gehört hatten, war schon vorher im Auto von Fred oder George, ich weiß gerade nicht. Ja, Dad, wenn er sein eigenes Haus durchsuchen würde, müsste er sich auf der Stelle erstmal selbst verhaften, so. Das ist so lustig, wir lernen Mr. Weasley dann kennen, er ist halt
By the way, von Rufus Beck eben mit diesem Hamburger Dialekt gesprochen, was einfach super passend ist, und er ist halt super verliebt in Muggel. So, das ist so lustig. Du bist ein Zauberer, du kannst alles machen, bist aber super fasziniert davon, wie die Muggel das hinkriegen, zurechtzukommen ohne Zauberei. So, das ist halt irgendwie cool. Das ist genau andersrum. Wir Muggel sind irgendwie von den Zauberern fasziniert, was die alles können, während dann er als Zauberer irgendwie völlig fasziniert davon ist, wie es die Muggel halt ohne Zauberei auf die Reihe kriegen, zu leben. Es geht dann in die Winkelgasse, den ganzen Nocturne Alley-Part, den überspringe ich mal. Ich muss auch ein bisschen begrenzen, worüber ich hier spreche, sonst wird das Ganze echt viel zu lang. Wir erhaschen dann bei Flourish & Blotz einen ersten Blick auf Lockhart, der natürlich später der Lehrer für Verteidigung gegen die dunklen Künste in Hogwarts sein wird. Wir begegnen auch mal wieder den Malfoys. Hier wird dann zum ersten Mal das große Thema Rassismus, Muggelfeindlichkeit angesprochen. Das wird später ein sehr großer Part in diesem Band von Harry Potter. Das ist bisher noch nicht so rausgekommen. Mr. Malfoy kreidet das halt Mr. Weasley total an, dass er überhaupt sich mit Muggeln abgibt und mit Muggeln spricht, weil ja Hermines Eltern da auch dann dabei sind. Und ich finde es ein cooles Detail, weil Mr. Malfoy und Mr. Weasley sich dann ja prügeln wie Muggel. Und dann kommt Hagrid, dieser hünenhafte Riese, wo wir ja schon wissen, dass er halt nicht so brutal ist, wie er vielleicht aussieht, sondern eigentlich ganz lieb und nett. Der kommt dann und ist die Stimme der Vernunft und trennt die beiden und sagt, hey, was hält euch ein? Prügeln, was ist das denn für ein niedriges Niveau? Das ist so cool, dass das halt ausgerechnet Hagrid ist, so, der halt stark genug ist, um sie überhaupt voneinander trennen zu können. Und dann halt auch sagt so, hey, Prügeleien, wie dumm seid ihr eigentlich? Dann kommen wir zu King's Cross, wo Harry und Ron nicht durch die Absperrung durchkommen, was, wie wir später erfahren, Dobbys Schuld ist. Und sie nehmen dann das verzauberte fliegende Auto von Mr. Weasley, um damit nach Hogwarts zu fliegen. Und da hat sich schon seit jeher für mich folgende Frage aufgetan. Also, sie können ja scheinbar von einer Muggelstraße, auf der das Auto geparkt ist, losfliegen, die Gleise, auf denen der Hogwarts-Express fährt, finden und ihm dann folgen. Was wäre nun, wenn sie die Gleise rückwärts zurückfliegen würden? Kämen sie dann auch wieder bei King's Cross an? Könnte man damit sozusagen die Absperrung umgehen? Wäre da auch nochmal eine Hürde, um Muggel abzuschrecken? Weil das ist jetzt die Frage. Könnten Muggel, die an den Gleisen entlang gehen, Richtung King's Cross, kämen die dann auch zu King's Cross? Oder wäre dann da irgendwie ein ähnliches Phänomen wie bei Hogwarts zum Beispiel mit dem Keep-Out-Danger-Schild? So, wisst ihr, wie ich meine? Aber es ist total lustig. Je mehr ich drüber nachdenke, ja, wahrscheinlich wird es genauso sein als Kind. Habe ich da echt gedacht, so, das wäre voll das Plothole. Ja, nee, wahrscheinlich wird es irgendwie sowas sein. Aber das ist eine Frage, die mich als Kind voll beschäftigt hat. Mega witzig. Ja, also, Harry und Ron kommen in Hogwarts an, kriegen natürlich Ärger dafür, weil es war natürlich auch eine mega dumme Entscheidung so. Eine Entscheidung, die natürlich auch nur 2 12-jährige Jungs irgendwie treffen können, weil es hätte so viele Alternativen gegeben. Einfach warten, bis Mr. und Mrs. Weasley zurück sind, einfach eine Eule nach Hogwarts schicken. Es hätte wirklich so viele Möglichkeiten gegeben, aber sie sind da 12-jährige Jungs, die die erste Idee, die in den Kopf schießt, geil finden und einfach umsetzen. Natürlich kriegen sie dafür dann Ärger. Mr. Weasley hat auch Konsequenzen, weil er einige Hausdurchsuchungen dann über sich ergehen lassen muss, weil die Leute natürlich rausfinden, hey, der Typ hier, der einfach auch Chef von der Muggelschutzabteilung ist, hat hier ein verzaubertes Auto. Ja, und Harry fühlt sich sehr schlecht, weil die Weasleys ja jetzt so sein neues Zuhause über die Sommerferien waren. Seine Ersatzfamilie quasi. Beim ersten Quidditch-Training kommt es dann zu dem Schlammblut-Vorfall. Das Wort Schlammblut taucht hier zum ersten Mal auf und wir haben direkt Hagrid als erwachsenen Zufluchtsort sozusagen. Harry, Ron, Hermine denken sich als erstes, wenn Ron da seinen Schneckenspuckanfall hat, sozusagen, wir gehen zu Hagrid, der kann uns helfen. Und hier ist es auch wieder, wie auch schon im ersten Teil, es ist super schön, diese Freundschaft zu Hagrid zu sehen, der halt irgendwie der Erwachsene der Gruppe ist, der auch gefühlt vom Alter her ihr Opa sein könnte, aber doch einfach nicht diese Rolle hat, sondern ihr Freund ist und der dann aber trotzdem als Erwachsener ihnen hilft, alles zu erklären und in seinen Rahmen auch zu rücken, der dann halt erklärt, ja, wisst ihr, es gibt halt einfach Familien wie die Familie von Malfoy, die sich viel auf den Umstand einbilden, dass man sie als reinblütig bezeichnen kann.
Und das ist halt auch für den Leser hier zum ersten Mal der Punkt, wo wir merken, oh krass, irgendwie auch in der Zaubererwelt gibt es sowas wie Ausgrenzung jetzt. Nicht unbedingt nach Nationalität, aber halt nach dem angeblichen, nach der angeblichen Reinheit des Blutes. Wenn du halt aus einer Muggelfamilie kommst, dann bist du nicht so viel wert wie jemand, der aus einer Zaubererfamilie kommt, was natürlich völliger Schwachsinn ist. Und auch hier einfach direkt so eine Lektion für die kindlichen Leser ist. Hey, Diskriminierung, Rassismus ist scheiße. Im weiteren Verlauf lernen wir dann zwischendurch immer wieder Lockhart als Charakter kennen, der halt einfach ein absolut eingebildeter Idiot ist, der Harry immer wieder diese ungefragten, auch dämlichen Tipps zum Berühmtsein gibt, der dann sagt, ach Harry, 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 ja, ja, sie wollen vom Ruhm kosten, aber sie können doch nicht mit einem verzauberten Auto hier auftauchen. Oder der ihn dann blöd anmacht wegen der Autogrammkarten, so, die Autogrammkartengeschichte ist auch so lustig. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, ist Lockhart vielleicht so eine Art kleiner Shadowwalker von Harry? Also für diejenigen, die es nicht wissen, der Shadowwalker ist beim Storytelling so ein anderer Charakter neben dem Hauptcharakter, der so ein bisschen das Gegenteil verkörpert, der zeigt, was aus dem Hauptcharakter werden würde, wenn er die falschen Entscheidungen trifft. Der berühmteste Shadowwalker ist so, glaube ich, könnte Gollum aus Herr der Ringe sein, der halt einfach die ganze Zeit über verkörpert, was aus Frodo werden würde, wenn er es nicht schaffen würde, dem Ring zu widerstehen und dem Ring eben verfallen würde. Und bei Harry Potter gab es da immer so ein bisschen Überlegungen, wer könnte das für Harry sein, und dann gab es erst Leute, die gesagt haben, das könnte Draco Malfoy sein, aber ich glaube das eher nicht, weil für den Shadowwalker müsste man halt die ungefähr gleichen Startbedingungen haben, und Malfoy und Harry haben definitiv nicht die gleichen Startbedingungen. Wir wissen nicht, was aus Harry geworden wäre, wenn er vielleicht bei den Malfoys aufgewachsen wäre. aber dann gab es mal, also ich glaube, so der wahre Shadowwalker, so der große Shadowwalker für Harry könnte tatsächlich sogar Voldemort sein, weil die beiden eben beide ohne Eltern aufgewachsen sind, in einer total tristen Umgebung, aber der eine ist halt so gegangen und der andere ist so gegangen. Und beide haben Entscheidungen getroffen. Aber Harry die einen und Tom Riddle die anderen. Aber das war jetzt ein kurzer Exkurs. Ich bleibe bei Lockhart, der halt nur in diesem kleinen Bereich des Berühmtseins sozusagen zeigt, wie man halt auch handeln könnte, wenn man berühmt ist. Ja, man kann halt, wenn man berühmt ist, auch ein eingebildetes Arschloch sein. So ist halt Lockhart. Und Harry ist es halt nicht, aber es zeigt so ein bisschen dem Leser, aber auch Harry und so, wie man halt auch sein könnte, wenn man die falschen Entscheidungen trifft, mit dieser Voraussetzung des Berühmtseins. Wisst ihr, wie ich meine? Das ist eigentlich ganz, ganz cool sogar. Ja, Lockhart ist auch der Typ, der ein Quiz über sich selbst macht, der Wichtel freilässt, dann aber nicht in der Lage dazu ist, sie wieder einzufangen. Und wir kommen später dann zur unheimlichen Stimme. Das Kapitel heißt Die unheimliche Stimme, und Leute, ich sag's euch, diese Stimme ist wirklich fucking unheimlich. Jesus. Also ich habe im letzten Potter Talk erzählt, wie Voldemort im Wald als körperloser Geist unterwegs war und wo ich gesagt habe, das ist ungefähr das Gruseligste in der kompletten Harry Potter Reihe. Gruseliger wird's nicht mehr. Und ich habe mich getäuscht. Also diese körperlose Stimme ist schon auch ziemlich gruselig. Vielleicht, also da kommt natürlich noch dazu, dass Rufus Beck die halt ultra krass vorliest. Also ich habe das zugegebenermaßen auch nachts, als ich alleine draußen unterwegs war, und mir waren nicht viele Leute unterwegs, habe ich das gehört, und mir ist wirklich, im wahrsten Sinne des Wortes, das Blut in den Adern gefroren. So krass hat Rufus Beck das vorgelesen. Diesen Satz, der dann zum ersten Mal kommt, wenn Harry in Lockharts Büro ist. Lass mich dich zerreißen. Lass mich dich zerfetzen. Lass mich dich töten. Aber halt so, also wirklich krass, markerschütternd vorgelesen. Also Rufus Beck einfach mega crazy. Wir erfahren dann im weiteren Verlauf von Filchs Quickspell-Kurs. Auch hier ist wieder eine weitere Ergänzung zu diesem ganzen Rassismus-Ding in der Harry Potter-Welt. Wir haben jetzt schon erfahren, ja, es gibt Leute, die aus Zaubererfamilien kommen. Wir haben Zauberer, die aus Muggelfamilien kommen. Und dann haben wir halt die Squibs, die so das Gegenteil von den Muggelgeborenen sind, die halt aus einer Zaubererfamilie sind, aber selbst nicht zaubern können. Und die werden halt auch von der Gesellschaft so ein bisschen geächtet sozusagen. Und dass jetzt Filch so ein Squib ist, ist halt irgendwie auch eine gute Erklärung dafür, warum er die Schüler so hasst. Wobei ich mich halt immer frage, ja, warum arbeitet er dann bitte in Hogwarts? Also wenn ich ein Squib wäre,
dann wäre ja wohl eine Schule, wo Leute zum Zaubern ausgebildet werden, so der letzte Ort, wo ich gern arbeiten würde. Aber ja, naja, so ist es nun mal. Wir haben die Todestagsparty, die auch im Film, by the way, nicht vorgekommen ist, wo ich so kurz davor war aufzuschreiben, das ist ja schade, aber ich muss einfach wieder mal daran denken, was ich auch im letzten Potter Talk schon gesagt habe. Ich finde es cool, dass es so diese kleinen Details gibt, die in den Filmen nicht vorkommen, wo man dann beim Hören der Hörbücher, beim Lesen der Bücher immer wieder denkt, so hey, stimmt, das gab es ja auch noch. Ich habe das auch mal über die kommende Serie gesagt, dass es ja cool ist, dass man dann viel mehr Dinge aus den Büchern verfilmen kann. Mittlerweile denke ich da doch wieder ein bisschen kritischer drüber und denke mir so, Mann, kann man das nicht einfach mal lassen? Wozu braucht es denn überhaupt diese Verfilmungen? Kann man nicht einfach die Bücher als die Bücher haben und das mal nicht verfilmen? Das wäre doch auch mal cool. Aber ja, wir haben die Todestagsparty mit dem kopflosen, dem fast kopflosen Nick, der dann irgendwie gecrashed wird von der kopflosen Gang, wo er immer super sauer ist, dass er nicht mitmachen darf. Wo ich dann aber sage, hey, kann ich irgendwie verstehen von diesem Sir Poppington? Podmore. Poppington ist dann fast kopflose Nix, nämlich selbst. Sir Podmore, der halt sagt so, hey, bitte verstehen Sie, lieber Nick, so, da Sie leider nicht ganz kopflos sind, werden Sie nicht beim kopflosen Bowling mitmachen können, so. Und das leuchtet mir ein, so natürlich, wenn ich der Chef der kopflosen Gang wäre, würde ich auch niemanden mitmachen lassen, der halt nur fast kopflos ist, weil der kann ja, also der ist halt, er ist halt einfach nicht kopflos, so, ne, kannst du nichts dran ändern. Auf dem Rückweg von der Todestagsparty finden Harry, Ron und Hermine dann Mrs. Norris, die versteinert an einem Kerzenleuchter aufgehängt ist, und Harry hat auch wieder die Stimme gehört, wobei sich mir hier zum ersten Mal die Frage gestellt hat, warum hört denn diese Stimme eigentlich niemand sonst, außer Harry? Also, das ist tatsächlich im Verlauf der Story inkonsistent ausgearbeitet. Hier wird etabliert, dass diese Stimme nur von Harry gehört werden kann, während aber später im Duellierclub Harry Parsel spricht und jeder ihn hören kann. Sie verstehen ihn nicht? Nee, aber sie hören ihn. So, was ist denn nun? Kann man Parsel jetzt, wenn man kein Parsel spricht, hören oder nicht? So, das macht tatsächlich irgendwie nicht so wirklich Sinn. Wir haben dann das Golden Trio, was natürlich wie immer auf eigene Faust ermitteln will. Es ist irgendwie total witzig, weil kein anderer in Hogwarts kommt auf die Idee, als Schüler selber da zu ermitteln. Beziehungsweise vielleicht kommt die Idee und man kriegt es einfach noch nie mit. Gut, man weiß nicht. Aber das Golden Trio will natürlich immer auf eigene Faust ermitteln. Und es ist ganz interessant, während im letzten Teil Harry derjenige war, der am Schluss die anderen beiden überzeugen musste, hier runter zum Hund zu gehen und so, um Quirrell aufzuhalten, weil eben Harry derjenige ist, der Voldemort stoppen will wegen seinen Eltern und sowas. Währenddessen haben wir eben jetzt Hermine, die am persönlichsten betroffen ist, weil sie Muggelgeboren ist. Und sie ist diejenige, die erstmal sagen muss, hey, wir müssen diesen Vielsafttrank jetzt brauen, um rauszufinden, wer der Erbe Slytherins ist. Weil sie diejenige ist, der Gefahr droht, während Harry und Ron eigentlich relativ sicher sind. Ja, sie sind da schon relativ schnell überzeugt und unterstützen Hermine eben auch. Aber sie sind eben nicht diejenigen diesmal, die persönlich betroffen sind. Das ist Hermine. Harry musste dann den verrückt gewordenen Klatscher beim Quidditch ertragen, sein Arm wird gebrochen, die Knochen entfernt von Lockhart und deswegen muss er in den Krankenflügel, damit ihm neue Knochen wachsen können, was by the way auch wieder so cool bildlich beschrieben ist. J.K. Rowling kann das einfach, so Dinge, die nicht möglich sind, irgendwie doch so zu beschreiben, als wären sie möglich. Dass man wirklich das Gefühl hat, oh krass, ja, ich weiß jetzt, wie sich's anfühlen müsste, wenn einem Knochen neu wachsen, so supergeil. Mitten in der Nacht erscheint ihm dann Dobby, gibt ihm einen entscheidenden Hinweis, dass die Kammer des Schreckens scheinbar vor 50 Jahren schon einmal geöffnet worden ist. Später wird dann Colin hereingetragen, der auch versteinert ist. Die Situation spitzt sich immer mehr zu. Es gibt den Duellierclub, in dem es dann passiert, dass Harry eigentlich die Schlange von Justin Finch-Fletchley wegjagen will. Es wirkt aber für alle anderen, als würde er sie aufhetzen. Was für mich auch noch nie Sinn gemacht hat, weil ja, sie können ihn nicht verstehen, aber die Schlange ist doch von Justin weg, nachdem er mit ihr gesprochen hat, so. Macht ja keinen Sinn, warum kommt man dann auf die Idee, dass er sie aufgestachelt hat? Ja, es muss halt einfach so sein, dass halt mal wieder alle gegen Harry sind,
so ist es nun mal, dass es so ein bisschen passt, ein bisschen auch zu dieser Story, dass es einfach eine Kinderstory ist und als Kind hast du eben schnell mal das Gefühl, dass alle gegen dich sind und das ist so das Schlimmste. So als Kind ist es nicht so, dass du sagen kannst, hey, das ist mir alles egal. Es ist halt einfach blöd, wenn alle gegen dich sind. Und so muss das halt in so einer Kindergeschichte dann auch sein. Alle sind also gegen Harry, alle denken, er wäre der Erbe Slytherins. Ernie McMillan ist dann derjenige, der da voll die krassen Verschwörungstheorien verbreitet. Er meint dann irgendwie so, du weißt schon, wer wollte ihn ja damals töten, aber vielleicht wollte er ihn ja genau deswegen töten, weil er nicht wollte, dass es einen anderen schwarzen Magier neben ihm gibt. So. Und dann hat er mal so, ich habe gehört, du hast die Muggel, bei denen du lebst. Und Harry ist dann so, es wäre unmöglich, bei den Dursleys zu leben und sie nicht zu hassen. Da möchte ich dich mal sehen. Aber ja, es nimmt ihn natürlich sehr mit. Harry macht sich dann auch große Sorgen wegen der Entscheidung des sprechenden Hutes. Der sprechende Hut, ja. er setzt ihn sich nochmal in Dumbledores Büro auf, um nochmal sicher zu gehen. Ja, bist du dir wirklich sicher, dass du mich nach Gryffindor geschickt hast? Weil er sich ja auch daran erinnert, dass der sprechende Hut damals gesagt hat, in Slytherin würde es ihm gut gehen. Und der sprechende Hut, der bleibt auch diesmal dabei. Ja, ich sag's dir immer noch, es würde dir in Slytherin gut ergehen. Und Harry reißt den Hut wütend von sich runter und sagt, du irrst dich. Das stimmt nicht. Ich würde nicht gut nach Slytherin passen. Und das ist eine wichtige Handlung von Harry für die Erkenntnis am Ende vom Buch, auf die ich später auch noch zu sprechen komme. Harry findet dann das Buch, das Tagebuch von Tom Riddle. Und das ist ganz lustig, weil er will es dann aufheben und Ron sagt, spinnst du, du kannst es nicht einfach aufheben, es könnte gefährlich sein. Und Harry noch so, was soll denn bitte an einem Buch gefährlich sein? Und dann erzählt Ron ihm, was an einem Buch alles gefährlich sein kann. Das ist super lustig, weil was sich da J.K. Rowling schon wieder ausgedacht hat, es könnte passieren, dass du dann für immer mit dem Buch in der Hand durch die Gegend gehen musst und alles musst du mit einer Hand machen und blind auch machen, weil du bist an die Buchstaben gefesselt und musst dieses Buch bis in alle Ewigkeit lesen. Das sind so lustige, kleine, magische Details. Das macht gar keinen Sinn so. Weil was sollte das irgendwem bringen? Aber hey, das wäre schon ziemlich scheiße, wenn das irgendwie passieren würde. So gehen die Ereignisse immer weiter, bis irgendwann das Schlimmste passiert. Hermine wird versteinert aufgefunden, kurz nachdem sie scheinbar eine brillante Idee hatte, was den Erben Slytherins oder das Monster in der Kammer des Schreckens angehen könnte. Sie hatte einen Geistesblitz. Und das nächste, was wir von ihr erfahren, ist, dass sie versteinert aufgefunden wird. Harry und Ron sehen dann in der Hütte von Hagrid, wie Dumbledore rausgeschmissen wird, wie Hagrid nach Azkaban muss und sie gehen in den verbotenen Wald, weil Hagrid ihnen ja noch den Hinweis gegeben hat, folgt den Spinnen. Sie begegnen dort dann Aragog und erfahren von ihm auch von Hagrids Unschuld. Ja, weil Harry hat ja vorher im Tagebuch noch erfahren, dass Hagrid derjenige war, der damals dafür rausgeschmissen wurde, dass er angeblich das Monster von Slytherin befreit hat und bis zu der Begegnung von Aragog hat Harry tatsächlich auch geglaubt, dass das stimmt. Er war schon immer so, ich glaube jetzt nicht, dass Hagrid irgendwie was Böses tun wollte, aber Hagrid ist halt auch Hagrid, er liebt Monster und vielleicht hat er ja aus Versehen dieses Monster befreit und wollte auch gar nicht, dass das irgendwen tötet. Aber ja, jetzt seit dieser Begegnung mit Aragog weiß er auch, Hagrid hatte Aragog damals im Schloss, aber Aragog hat niemanden getötet. Aragog ist nicht mal das Monster von Slytherin. Es ist ein dummer Zufall gewesen, den Tom Riddle damals ausgenutzt hat. Ja, das Monster ist noch jemand anders, was wir noch erfahren werden. Kurz nach dieser Begegnung mit Aragog liegt dann Harry auch im Bett und hat diesen Geistesblitz. Oh mein Gott, damals ist ein Mädchen gestorben, es war in einer Toilette. Was ist, wenn dieses Mädchen die Toilette nie verlassen hat? Das ist dann der entscheidende Hinweis, dass das möglicherweise die Maulende Myrte sein könnte und dass der Eingang zur Kammer des... Nee, Quatsch. Dass der Eingang zur Kammer des Schreckens in ihrem Klo ist, darauf kommen sie dann erst später. Ich wollte jetzt noch hier drauf zu sprechen kommen, dass es ja ganz interessant ist, dass Harry immer den Drang hat, irgendwie was zu tun, was zu helfen. Er hat da so irgendwie diesen Helferkomplex, dass er halt der Schule helfen will. Er will natürlich auch Hagrid helfen, seine Unschuld zu beweisen. Aber er hat da, glaube ich, schon auch so ein bisschen eigennützige Motive. Er will natürlich auch nicht, dass die Schule geschlossen werden muss, weil dann müsste er ja zurück zu den Dursleys. Und was seit diesem Teil man sich denken könnte, vielleicht hat Harry auch so ein bisschen weiterhin noch dieses Bedürfnis,
sich selbst zu beweisen und auch seine eigene Identität, an der er ja zwischendurch immer mal wieder zweifelt, zu beweisen, zu zeigen, hey, nein, ich bin nicht wie Slytherin, ich sollte nicht nach Slytherin gehören, ich bin ein Gryffindor und ich muss jetzt mal hier meinen Mut beweisen und auch beweisen, dass ich eben auf der guten Seite bin und für das Gute kämpfe, nicht für das Böse. Harry und Ron besuchen dann zwischendurch immer wieder Hermine im Krankenflügel. Sie erfahren, ja, es ist total sinnlos, zu einer versteinerten Person zu sprechen. Die wird eh nichts hören. Aber sie finden dann bei einem dieser Besuche in Hermines geballter Faust einen Zettel, den sie scheinbar kurz vor dem Angriff noch an sich genommen hat. Und sie entwenden ihr diesen Zettel und finden raus, dass es sich bei dem Monster in der Kammer des Schreckens scheinbar um einen Basilisken handelt und dass die Erklärung dafür, warum die Stimme immer nur Harry gehört hat, eben, dass es eine Schlange ist und dass sie sich durch die Rohre bewegt und deswegen hat auch niemand sie jemals gesehen. Das ist die Erklärung für alles und Harry und Ron gehen jetzt zum Lehrerzimmer, um den Lehrern dort Bescheid zu sagen, was überraschend vernünftig für Harry und Ron ist, weil sie ja sonst gefühlt eigentlich eher einfach direkt selber was gemacht hätten. Es ist überraschend vernünftig von ihnen, aber dem Ganzen wird noch ein Strich durch Rechnung gemacht, weil sie treffen dann im Lehrerzimmer ein, müssen sich plötzlich verstecken, weil alle Lehrer werden hereingerufen wegen einer Notfallsituation. McGonagall erklärt es allen. Ein Mädchen wurde verschleppt vom Monster in die Kammer und das Mädchen ist Ginny Weasley. Das macht nun auch Ron sehr persönlich betroffen. Harry eigentlich auch, weil Harry ist ja schon auch mit Ginny jetzt im Sommer viel zusammen gewesen. Sie ist für ihn auch so ein bisschen wie eine kleine Schwester vielleicht. Natürlich nicht so sehr wie für Ron, aber er ist schon auch daran interessiert, sie zu retten, sage ich mal. Lockhart wird ja dann hier irgendwie verdammt so, hey, sie haben doch schon öfter mal gesagt, dass sie wissen, wo der Eingang zur Kammer des Schreckens ist und sie sind doch dieser tolle Zauberer, dann ist jetzt ihr großer Auftritt, sie sollten doch jetzt da runtergehen und das Mädchen retten. Harry und Ron ihm hinterher wollen ihm noch den Hinweis geben, auch das wieder überraschend vernünftig, anstatt einfach ihm zuvorkommen zu wollen. Ja, nein, sie wollen ihm den Tipp geben, erfahren dann nur leider, dass er halt leider einfach ein Hochstapler ist, der keine Ahnung von nichts hat. Deswegen gehen sie dann doch auf eigene Faust, sie nehmen ihn mit und er will dann unten in der Kammer des Schreckens ihnen einen Vergessenszauber aufhalten, nimmt dafür nur leider Rons Zauberstab her, weshalb er den Vergessenszauber dann selber abkriegt. Dadurch, durch diesen riesen Zauber, bricht auch irgendwie die ganze Höhle halbert ein, sodass Ron und Harry wieder voneinander getrennt sind und Harry natürlich auf sich alleine gestellt ist, wie das doch immer so ist. Am Ende, der große finale Kampf, da ist Harry immer auf sich alleine gestellt. Ja, Hermine und Ron stehen ihm schon immer tapfer zur Seite, so lange, bis sie voneinander getrennt werden. So war es schon im ersten Teil, so ist es jetzt auch im zweiten Teil. Wie ist es im dritten Teil? Naja, auf die weiteren Teile kommen wir dann zu sprechen, wenn es soweit ist. Aber hier ist es eben wieder so wie im ersten Teil, weil da geht es dann eben auch sehr viel immer um Harrys persönliche Entwicklung und da braucht es dann nicht die anderen, da braucht es nur ihn als den Helden. Harry begegnet dann Tom Riddle, von dem er zu dem Punkt noch immer denkt, dass er ja eigentlich ein ganz netter, braver Bub ist. Der erzählt ihm allerdings von seinem Plan. Mittlerweile weiß Harry, okay, Tom Riddle ist vielleicht scheinbar doch nicht ganz so nett, er ist wohl doch eher so böse, aber er weiß immer noch nicht, wer Tom Riddle wirklich ist. Und ich muss hier mal kurz einhaken, ich finde es super genial, dieses ganze Konzept mit der Erinnerung, dass man so ein Tagebuch einfach hat, so ein harmloses Tagebuch, in dem jemand eine Erinnerung von sich eingespeist hat sozusagen. Ich fand es auch vorher schon super genial, wie Harry über dieses Tagebuch mit Tom Riddle kommuniziert hat. Und jetzt ist Tom Riddle sozusagen in person vor ihm, aber nicht wirklich in person, weil er ist ja immer noch nur diese Erinnerung. Und was das nochmal angeht, muss ich nochmal die Stimme von Rufus Beck auch hier. Junge, 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 wenn Rufus Beck als Tom Riddle spricht, auch da läuft es mir kalt den Rücken runter. Er macht das so genial, dass so dieser Maniac, dieser Verrückte einfach auch völlig verrückt klingt. Super, super geil. Aber was nochmal die ganze Tom Riddle-Thematik angeht als Erinnerung, ich frage mich immer, auch schon wieder seit jeher, inwiefern sind denn nun eigentlich Tom Riddle, diese Erinnerung, und Voldemort, die Person oder der Geist von heute, eine Person? Inwiefern sind die eins? Wisst ihr, wie ich meine? Also, weiß der Voldemort von heute,
was der die Riddle-Erinnerung von damals tut? Oder ist der selbstständig unterwegs, als selbstdenkende, eigenständige Person? Das checke ich immer nicht so ganz. Ich tendiere schon eher dazu, dass es wahrscheinlich ein eigenständiges Wesen ist, sozusagen, diese Erinnerung. Aber schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr davon haltet, was ihr dazu denkt. Später in diesem ganzen Trash-Talk zwischen Riddle und Harry kommt es dann dazu, dass Harry den entscheidenden Treuebeweis Dumbledore gegenüber zeigt. Er sagt, Dumbledore ist der größte Zauberer seiner Zeit. Und deswegen kommt dann Fawkes angeflogen mit dem Schwert, was dann den Kampf zwischen Basilisk und Harry und Fawkes provoziert. Harry muss dann leider einstecken, kriegt einen Biss vom Basilisken ab, merkt, wie er immer schwächer wird. Und hier gibt es diese riesige Frage, die so viele Harry Potter Fans beschäftigt. Müsste nicht eigentlich dieser Basiliskenzahn, der Harry durchbohrt hat, auch den Horcrux in Harry durchbohrt haben? Ja, es könnte sein, dass das so ist, aber man kann das Ganze auch wieder damit revidieren oder erklären, dass halt Fawkes, wenn er dann gleich kommt und Harrys Wunde heilt, halt damit auch den Horcrux vielleicht wieder heilt. Weil, also es heißt ja immer, die Phönixtränen, die heilen sämtliche Wunden. Aber eigentlich würde es ja auch jetzt unabhängig von dem Horcrux-Thema gar nicht reichen, wenn Fawkes nur die Wunde an der Haut sozusagen heilt, weil er müsste ja auch das Gift des Basilisken aus Harry raussaugen. Und das tut er offensichtlich. Es könnte also sein, dass er damit halt auch den Horcrux in Harry sozusagen wieder herstellt. Wenn der vielleicht dauert es immer eine gewisse Zeit, bis der auch komplett zerstört wirklich ist. Und er konnte den dadurch sozusagen wieder herstellen sozusagen. Die wahrscheinlichere Erklärung sozusagen für diese Frage ist, dass J.K. Rowling sich das zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich noch nicht gedacht hat, dass Harry nun ein Horcrux ist auch. Sie wusste wahrscheinlich schon von den Horcruxen, das kann gut sein, aber dass Harry auch ein Horcrux ist. Wobei, andererseits, keine Ahnung, Voldemort hat ja diese Eigenschaften auch auf Harry übertragen. Das muss sie schon irgendwie auch gewusst haben. Dann muss es irgendwie, ja, ich weiß nicht, keine Ahnung. Es ist so die beste Erklärung für dieses Ganze, der Basiliskenzahn muss doch auch den Horcrux zerstört haben, ist, ja, dass halt auch Fawkes den Horcrux wiederhergestellt hat. Es passt nicht zu 100%, aber das ist die beste Erklärung, die ich finden kann. Schreibt mir auch dazu bitte gerne mal in die Kommentare, was ihr dazu denkt. Wir neigen uns jetzt dem Ende zu. Kurze Zeit später steht Harry bei Dumbledore im Büro, erklärt dort alles, was passiert ist. Wir erfahren dann von Dumbledore den ersten Blick auf Voldemorts Vergangenheit, der bisher einfach nur so dieser Oberbösewicht war, aber jetzt erfahren wir, dass er halt wirklich als Junge in Hogwarts war. Alle Lehrer haben ihn eigentlich auch geliebt, weil er so ein vorbildlicher Schüler war, aber offensichtlich gab es auch damals schon dieses Monster in ihm, was nur keiner gesehen hat. Er ist dann kurz nach seiner Schulzeit auch ins Exil geflohen, hat sich ultra vielen Verwandlungen unterzogen, sodass, als er dann als Voldemort zurückkam, kaum jemand noch diese Verbindung zwischen ihm und Tom Riddle hergestellt hat. Das ist eine mystische Geschichte irgendwie tatsächlich. Also es ist nicht nur so, dass keiner darüber spricht, dass Tom Riddle und Voldemort die gleiche Person sind. Es weiß tatsächlich auch kaum jemand. Dumbledore weiß es. Slughorn später im sechsten Teil, der weiß es auch so, aber wahrscheinlich wissen es nicht viele andere Menschen. Wenn Harry und Dumbledore später dann alleine sind, kommt dann dieser große Satz, dieser eine Satz, der für mich so dieses ganze Buch bedeutet, diese ganze Geschichte. Viel mehr als unsere Fähigkeiten, Harry, sind es unsere Entscheidungen, die uns zu dem machen, wer wir wirklich sind. Und das ist so ein toller Satz, der ist so weise, der hat so viel Wahrheit, der nichts mit Magie oder Zauberei zu tun hat, sondern einfach eine Lektion für jeden ist. So, ja, manchmal, also Harry in diesem Fall hat diese Sorgen, dass er so viele Fähigkeiten hat, die auch Voldemort hat, dass er irgendwie Ähnlichkeiten zu Voldemort hat, aber er hat diesen einen entscheidenden Unterschied. Er entscheidet sich immer wieder selber eigenständig für das Gute. Und es hat damit angefangen, dass er schon zum sprechenden Hut gesagt hat, nein, ich will nicht nach Slytherin. Ich möchte nicht in dieses Haus. Ich möchte lieber nach Gryffindor.
Und das hat der entsprechende Hut auch schon akzeptiert. Er hat gesagt, ja, also ich sehe das anders, aber na gut, du entscheidest das, dann kommst du halt nach Gryffindor. Und immer wieder entscheidet sich Harry anders als Voldemort. Und das ist das, was ihn so entscheidend anders macht als Voldemort. Das ist so eine tolle Erkenntnis. Es ist auch in der Realität so, unabhängig von Harry. Unsere Entscheidungen, die sind das, die zeigen, wer wir sind, was wir wirklich wollen. Nicht das, was wir irgendwie können oder so. Später kommt dann noch der ganze Part mit Lucius Malfoy und Dobby. Ja, Dobbys Familie ist in die Malfoys. Harry befreit dann auch Dobby. Dobby ist frei. Das ist schon eine coole Sache. Es wird ja, ich habe mal den Kritikpunkt an der Harry Potter-Reihe gehört, dass ja J.K. Rowling mit den Hauselfen Sklaverei verherrlicht, wo ich mir denke, so ein Schwachsinn. Es wird von Anfang an eigentlich gezeigt, wie scheiße das eben ist und dass es eben eine coole Sache ist, dass Harry Dobby befreit. Später kommt ja dann sogar noch die ganze B11R-Sache von Hermine, wo zwar man auch sagen kann, sie wird dafür dann irgendwie immer belächelt von den anderen Zauberern, dass sie das eben macht. Alle anderen nehmen das so als normal hin mit den Hauselfen. Aber ich sag halt, ja, das ist eigentlich eher noch so ein weiterer Kritikpunkt an der Gesellschaft, dass die Gesellschaft das so normal findet, die Zauberergesellschaft, dass sie nicht mal bemerken, wie krank das eigentlich ist. Aber ich würde niemals sagen, dass J.K. Rowling da irgendwie die Intention hatte, sich über Hermine lustig zu machen oder so. Ich glaube, dass Hermine hier diejenige ist, die Recht hat und alle anderen sind einfach zu verbohrt. Und ich glaube, dass das auch das ist, was J.K. Rowling uns mit dieser Story sagen wollte. Aber ich greife schon wieder viel zu viel vor. Das sind alles erst Geschehnisse in Part 4. Aber ich wollte das nur kurz hier auch schon mal angesprochen haben. Eigentlich wird von vornherein gesagt, diese Sklaverei ist scheiße und es ist gut, dass Hauselfen halt auch mal befreit werden. Es gibt dann zum Schluss natürlich wieder eine große Party. Die Versteinerten werden alle wieder erweckt mit den Alraunen. Hagrid kommt frei aus Azkaban. Gryffindor gewinnt natürlich den Hauspokal. Wie sollte es auch anders sein? Und es geht mit dem Hogwarts Express Richtung heimwärts, wo Harry dann sagt, ja, ihr werdet mir doch bestimmt mal Briefe schreiben, diesmal in den Sommerferien. Ich glaube nicht, dass ich es sonst noch mal einen Monat bei den Dursleys aushalte. Und Hermine sagt dann so, hey, aber deine Tante und dein Onkel, die werden doch bestimmt stolz auf dich sein, nach allem, was du in diesem Jahr geschafft hast. Und Harry, stolz? Wo ich doch so oft hätte sterben können? Die werden sauer sein. Und das ist so, ja, dann ist es zu Ende. Harry muss jetzt erstmal wieder an den Platz, wo es scheiße für ihn ist. Man fragt sich hier immer noch so, warum eigentlich? Warum muss er dahin? Warum kann er nicht einfach gleich zu den Weasleys? Das erfahren wir alles später noch in der Harry Potter-Reihe, warum Harry immer wieder zu den Dursleys muss. Aber ja, er muss da jetzt erstmal wieder hin. Es ist ein Platz, wo es ihm nicht gut geht. Aber wir wissen auch, hey, beim nächsten Teil wird er wieder nach Hogwarts kommen. Er wird wieder zu seiner Familie kommen. Er wird wieder zu seinem Nachhause kommen. Und während ich noch am Ende vom ersten Potter Talk gesagt habe, das erste Buch hätte sogar relativ abgeschlossen sein können. Man hätte nicht mal zwingend die weiteren Teile gebraucht. Es hätte auch einfach sein können, ja, Voldemort wird immer weiter abgehalten. So, das muss man nicht unbedingt sehen. Das ist jetzt hier nicht mehr so. Ich finde, hier ist jetzt schon relativ klar, okay, wir befinden uns auf einem großen Abenteuer, das erst damit endet, dass Voldemort endgültig besiegt ist. Wir wollen auch noch viel mehr über die Welt erfahren. Wir haben in diesem Part so viel mehr über diese Welt erfahren, über die Gesellschaft, über den Rassismus in dieser Welt, auch die Diskriminierung. Wir haben so viel mehr über die Charaktere erfahren, so viel mehr über Harrys Persönlichkeit auch. Und das wollen wir alles auch weiter begleiten. Wir wollen mehr erfahren. Diesmal ist sonnenklar, es wird einen weiteren Teil geben und wir alle freuen uns darauf. Und das sind meine Schlussworte für diesen Potter Talk. Ich werde dann wahrscheinlich so wieder in 2-3 Wochen, ich werde jetzt wieder eine kleine ich sage immer Sommerpause, obwohl es nicht wirklich eine Sommerpause ist, aber ich will so ein bisschen die Sommerferien von Harry nachleben. In ein paar Wochen werde ich dann also den dritten Band anhören und dazu wird es dann auch wieder einen Spoiler-Talk geben. Ich hoffe, dass ihr da dann auch wieder alle einschaltet. Schreibt mir gerne noch irgendwie Kommentare hier rein, was ihr zu all dem sagt, was ich so gequatscht habe. Und ja, wie gesagt, ich hoffe, dass ihr dann beim nächsten Part auch wieder dabei sein werdet. Ich freue mich darauf. Bis dahin. Ciao.